Und der fällt in dieser Beine, das wird der erste Run für Hinstetten Storm. Base Hit und RBI für Justin Bird. Damit geht Hinstetten Storm 1-0 in Führung. Und ein Base Hit hier, Opposite Field. Devin Ramirez bringt den Ball rein. Aber Schein in der Armin Wolf Baseball Arena. Up the middle, Base Hit. Alex Schmidt. Ja, da hat einen guten Jump. Sofort ab geht die Post Richtung drittes Base. Und der mit dem Bandplay. Sacrifice Bunt von Daniel Patrice bringt Alex Schmidt nach Hause und Devin Ramirez aufs zweite Base. Hat in derselben Liga gespielt. Jetzt hoher Flyball, Left Center Field. Und er ist drüber. Der ist drüber. Home Run, Ronnie Sweeney. Two Run, Home Run. Über den Zaun. 3-1 die Führung jetzt für die Guckenberger Legionäre in den Winter über. Und der Eli mit einem Base Hit. Texas Hit. Und der vierte Ball. Das ist ein Déjà-vu von gestern. Das hatten wir auch gestern schon im zweiten Inning. Ein Walk bei Bases Loaded. Und er geht wieder durch, dieser Ball. Daniel Patrice kommt nach Hause. Run Nummer 5 für die Guckenberger Legionäre. Hoher Flyball, Left Center Field. Beide. Und der ist drüber, dieser Ball. Oder kam er vorher auf? Ich habe es nicht genau gesehen. Kam vorher auf, ist drüber gesprungen. Ground Rule Double. Up the middle, dieser Ball. Keine Chance für die Defense. Ground Ball zu Nino Sakaza, der Wurf zu Matt Vance und aufs erste Double Play. Jawohl, hat gereicht. Alex Schmidt gleich mit dem Ground Ball zum Third Baseman. Der hat Probleme mit diesem Ball und wirft dann auch noch übers First Base drüber. Alex Schmidt auf dem Weg auf 2 und da ist er locker sicher. Und der bleibt da fair. Ja, der bleibt liegen. Bleibt fair. Und Alex Schmidt, und jetzt haben sie ihn im Rundown. Safe wieder gegeben am dritten Base. Kam er rechtzeitig zurück. Ground Ball up the middle. Second Baseman kriegt ihn nicht unter Kontrolle. Hat deshalb safe am ersten Base. Eli van Gaarsen. Ground Ball zu Nino Sakaza. Matt Vance mit dem Aus auf 2 und safe am ersten Base. Damit der zweite Run für die Hinstetten Storm zu Hause. Base Hit. Alex Schmidt. Line Drive hier ins Left Field. Von Hitrick selbst gesponsert, den Home Run Derby. Jetzt hier der Ground Ball von Devin Ramirez. Und jetzt haben sie den Alex Schmidt im Rundown zwischen 2 und 3. Und jetzt haben sie ihn erwischt, Devin Ramirez, jetzt auch aus, ein 2 aus haben sie jetzt kassiert. Up the middle und für Hinstetten Storm. Und hier mit dem Base Hit, hier in die Lücke zwischen First und Second Baseman. Kurzer Ground Ball. James Larsen kriegt ihn nicht unter Kontrolle, diesen Ball. Dann ist er safe am ersten Base. Andrija Tomic. Ersten Hälfte des siebten Innings. Weiter hoher Ball von Justin Bird. Aber David Dinsky macht das Play, aber insgesamt ein Sacrifice Fly. Up the middle dieser Ball. Und da kommt keiner mehr hin von den Middle Infieldern. Base Hit, Matt Vance. Und da geht er sogar noch durch, dieser Ball. Matt Vance safe auf 2. Hoher Flyball ins Center Field. Und Matt Vance ist unterwegs mit dem Tag-Up. Und kein Play am Home Plate. Sacrifice Fly von David Grimes.
Groundball, Alex Schmidt kriegt den Ball, ist aber schwer zu handeln und dann ist er safe am ersten Base. Groundball zu Matt Vance, der wirft ihn in den Dreck. Und damit ein Run zu Hause. Da ist beide Runner unterwegs und beide safe. Double Steal. Etwas über. Flyball ins Right Field. Und er fällt, dieser Ball. Und das werden diese zwei Runs werden. Devin Ramirez mit dem Wurf aufs zweite Base und auch safe am zweiten Base. Das ist der Ausgleich. Groundball. Und der Nino, der stoppt diesen Ball. Und dieser Grounder scored den siebten Run für Hinstetten. Weiter Ball hier von David Grimes und der Ball fällt. Eli Musoni auf dem Weg zum dritten Base. David Grimes. Aber erstmal ein satter Schlag und Left Fielder hat es versucht, war aber sehr schwer zu kriegen. Und jetzt haben wir hier dieses Play am dritten, am zweiten Base, sehen wir das? Und da geht er durch, dieser Ball. Und da wollten sie ein bisschen zu viel. Der Ausgleich kam übers Homeplate und dann aber das aus. Jetzt steht es 7-7 nach. Und da ist der Band. Daniel Mendelssohn mit dem Wurf auf 1. Und nein, da ist. Und der Runner ist zu Hause. Jetzt sehen wir hier noch mal eine Zeitlupe. Er läuft schon sehr weit innen. Vermutung, also Run auf 2 und 3, ein Aus. Ja, und das ist auch Matt McElroy, der Run zählt nicht. Groundball zu Alex Schmidt. Und ja, wunderbares Double Play. Double Play. Runner scored nicht. Hoher Flyball in Center Field. Schauen wir mal, ob das ein Tagger Play wird. Alex Schmidt wird starten. Er wird es versuchen. Play am Homeplate. Safe am Homeplate. Alex Schmidt mit dem Winning Run. Matt Vance hat es wieder mal gerichtet für die Legionäre. War schon so oft in der Vergangenheit so wichtig. Puh, da war jetzt alles drin in diesem Spiel. Mit dem glücklichen Ende für die Legionäre. Hinstettenstorm, alle Achtung. Hätte genauso gut auch andersrum ausgehen können.